Hallo alle zusammen. Heute erkläre ich euch mal, wie ich bei einem Fotoshooting mit einem Hund ungefähr vorgehen würde, welches Equipment ich benutze und wie ich meine Einstellungen finde. Heute ganz einfaches Equipment. Ich habe meine Kamera, in dem Fall jetzt eine 5D Classic, könnt aber auch jede x-beliebige andere Kamera nehmen. Da drauf sitzt ein 50mm von Canon 1,8 und damit ich meinen Blitz, den ich gleich verwenden werde, auch fernsteuern kann, habe ich einen Yongnuo YN622C ETTL, was allerdings in dem Fall zweitrangig ist, weil ich das Ganze manuell auslöse. Was wir gleich machen werden, sind schöne Hundeporträts. Porträts sind für mich immer in Verbindung mit offener Blende, weil wir jetzt Blitze nutzen, wahrscheinlich auch moderate oder bekannte Verschlusszeiten. Ich habe gerade schon mal ein paar Testaufnahmen gemacht. Das hat sich eingependelt bei ungefähr einer 200. Sekunde. Ich habe ISO 50 eingestellt, 100 für die, die es nicht können, und bei mir jetzt Blende 2, weil ich es ganz gerne ein bisschen schärfer hätte. Was wir gleich machen werden, ist mein heutiges Modell, der charakterstarken und ausgeglichenen Aramis, zu positionieren. Das Ganze funktioniert, wenn sie der Hund in dem Fall Ausstellung nicht gewöhnt ist, eigentlich nur mit Geduld. Was wir uns ausgesucht haben, ist hier im Moment ein offenes Gelände, ein Wasserpark in Bergkamp. Viele kleine, schöne Stellen. Für einen Hund brauchen wir unbedingt einen tollen Hintergrund und einen schönen Untergrund, weil wir meistens auch dazu übergehen werden, den gesamten Körper zu fotografieren. Insofern ist es wichtig, dass der Hund sich auch wohlfühlt, also kein Matsch, keine Pfützen, keine scharfen Kanten und Gegenstände. Die Positionierung selber wird immer nur ungefähr funktionieren. Das ist anders als bei einem menschlichen Modell, wo ich sagen kann, hier stelle ich mal so hin, da das Bein hoch, da die Hüfte. Das heißt, ich habe eine Vorstellung davon, wie und wo der Hund sitzen soll. Und die werde ich dann möglichst nah umsetzen, aber eben mit Geduld. Als Lichtformer ist heute mit im Spiel ein Brown Flash, in dem Fall auch wirklich ein runder. Es gibt noch einen Beauty Dish davon, kann ich jedem empfehlen, der Bock drauf hat. Ihr könnt alternativ dazu aber auch alles andere benutzen, was irgendwie das Licht richtet. Was wir wollen, ist ein mehr oder weniger punktuell gerichtetes Licht, damit wir Kontrolle darüber bekommen. Obendrauf sitzt natürlich der Empfänger für den Auslöser meiner Kamera und da drauf dann der Blitz. Alles manuell eingestellt, sodass wir dann eigentlich loslegen können mit einer möglichst immer identischen Lichtstimmung. So, Bisi, komm her. Komm her, Digga. Wie man vielleicht sieht, ich bin das Ganze jetzt recht ungezwungen angegangen. Ich habe eine Aufnahme gemacht, bin da auch gar nicht auf Perfektion aus. Ich werde noch einige Einstellungen korrigieren. Ich blende euch das Bild jetzt ein. Was mir an der Stelle nicht gefällt, ist natürlich die etwas seitliche Position des Hundes. Auch das Licht ist mir ein bisschen zu wenig präsent. Ich möchte etwas mehr den Fokus setzen, das heißt, ich werde nochmal den Lichtformer verändern. In all diesen Einstellungsphasen verlange ich keine Perfektion, keine Superleistung. Ja? Wie gesagt, immer wichtig, Hintergrund, Umgebungslicht und halt eben der Blitz als solches. Und so mache ich jetzt immer weiter, bis ich irgendwann die Posen habe, bis der Hund sich an das Klicken gewöhnt hat, an das Aufblitzen des Blitzes. Klar, ein großer Ausschuss ist dabei, aber es geht mir ja nicht darum, dass ich ein Model hier habe, ja, sondern das Ganze muss möglichst natürlich kommen. Ja? Also Situation erschaffen und die Momente festhalten. Thank you.
Bitte. Ja, prima. Ein Stück mehr. Bitte nicht. Das ist eine schöne Pose. Ui. Easy. Soviel zu einem Tweak-Tipp meinerseits. Wie ihr seht, es klappt nicht immer alles. Es sollte auch nur ein kleiner Einblick sein. Das ist natürlich kein bezahltes Shooting. Da nimmt man sich mehr Zeit und bereitet auch mehr vor, lernt sich kennen. Das war jetzt wirklich nur 5 Minuten für euch. Vielleicht könnt ihr was mitnehmen, ne? Einstellungen ausprobieren. Ich bin jetzt mittlerweile aufgrund der sinkenden Sonne auf eine 80. Sekunde runter und ich habe auch den Blitz erhöht. Die Fotos habe ich euch alle eingeblendet. Probiert es aus, bei Fragen, stellt mir Fragen und ja, beim nächsten Mal erkläre ich euch, wie das Bild in die Kamera kommt.